Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einem heutigen speziellen Video. Heute geht es mal nicht ums Dekorieren, sondern um eine technische Sache, um ein neben mir stehendes Gerät, und zwar der X-Tool M1, der mich vollauf begeistert. Der ist jetzt bei uns neu eingezogen und hat mehrere Funktionen. Also das ist so ein Desktop-Hybrid-Laser mit drei Funktionen. Einmal kann er Klingen schneiden, das heißt so ein bisschen Vinyl. Das funktioniert ganz gut, da verbrennt man das ganze Material nicht so. Dann kann er Laser schneiden und Laser gravieren. Und ich habe ja auch noch das Teil hier hergestellt, das ist so für die Rotationsgravur. Das heißt, einfach zylindrische Formen, das setzt man da ein und dann dreht er sich und graviert dann rundherum. Also auch ganz spannend. Daran haben wir uns jetzt noch nicht so gewagt. Das kommt erst noch, weil ich erstmal andere Ideen hatte, die ich einfach umsetzen wollte. Und ihr seht auch schon, was da steht. Natürlich ein bisschen eindekoriert. Also hier so ein kleines Töpfchen als Haus. Da kann man jetzt eine kleine Deko reinmachen. Das hat er jetzt alles graviert. Schaut, diese süßen Fenster und auch die kleinen Punkte. Also sehr detailgetreu macht er das. Also ich finde es echt Hammer. Dann war das unser erstes Modell. Das haben wir jetzt einfach nur so abgezeichnet. Es ist jetzt nicht ganz so perfekt. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir machen das über eine andere Software. Also über eine Zeichensoftware. Zeichnen das und können das dann einfügen in diese X-Tool-Software. Das ist gar kein Problem, das ist wirklich ziemlich einfach. Und ja, und somit sind wir da ziemlich frei in der Kreativität und können uns da alles Mögliche an Häuschen jetzt erstmal, weil ich ja ein Häuschen-Fan bin, mussten wir jetzt erstmal diese Häuschen machen. Und klar, hier darf man natürlich kein offenes Feuer reinstellen, drum ist es jetzt mit einer Lichterkette bestückt. Ja, die ersten Objekte, die wir gemacht haben, als das Gerät gekommen ist, haben wir uns natürlich gleich ausprobiert. Und muss ich echt sagen, wir haben uns auch gleich an unser eigenes Projekt gewagt. Also wir haben jetzt relativ wenig aus dem Programm genommen. Das ist ganz einfach auch zu bedienen, aber darauf gehen wir später ein, auf die technischen Details. Ich zeige euch auch noch, ja, wie es funktioniert. Ich stehe hier oben immer und schaue durchs Fenster. Ich kann ja hier auch mal kurz wegnehmen. Dann habt ihr schon mal einen kurzen Einblick in das Gerät. Da sieht man natürlich nicht viel. Man sieht schon, wir haben gearbeitet. Und ich finde es voll spannend, dazu zu schauen, ja, was er da macht. Und das macht er richtig, richtig gut. Also so für den Hausgebrauch, es ist echt genial. Und da es ja auf dem Markt nicht so viel Accessoires im Moment gibt, was mir gefällt, kann ich mir das jetzt selber machen. Ja, stelle ich nochmal ganz vorsichtig drauf. Ups. Und zeige, das waren so die Anfänge. Metall, das kann er wirklich gut. Diese Metallsachen gravieren. Es sind auch in dieser, also kam noch ein bisschen Zubehör, da gab es noch so ein Bundle dazu, da gehe ich auch nachher noch drauf ein, mit Teilen, die man jetzt schon bearbeiten kann und auch im Programm, in der Software vorgegeben ist, wie man das genau einstellt, und dann macht er das fabelhaft. Das ist jetzt Metall, das finde ich echt schön graviert, also das hat er richtig toll gemacht. Und da gibt es ja Möglichkeiten, unfassbar, ja. Also in meinem Kopf sind da ganz viele Möglichkeiten. Dann haben wir hier ein Ahornblatt, das hat jetzt so einen Blitz in der Mitte. Haben uns einfach mal kurz ausprobiert. Aber ich finde, wir sind schon recht weit gekommen mit unseren Kreationen. Dann haben wir hier ein ED36, ein BMW. Also ich kann es erkennen, ich kenne das Auto halt. Und auch noch mal ein Ahornblatt. Ja, das erstmal zu den
ersten Sachen. Und jetzt werden wir ein bisschen in die technischen Details eingehen. Und ja, wir werden ihn auch starten, dass ihr auch seht, was er da so macht, wenn man ihm ein bisschen Befehle gibt. Ja, das war's jetzt erstmal und wir gehen dann gleich weiter in die Details ein. Hier seht ihr jetzt nochmal die Ausstattung. Den hatte ich ja direkt am Anfang schon gezeigt. Das ist ja dieser Rotationsgravierer mit dem schönen Namen X-Tool RA2. Ja, dann kommt hier das Air Assist Set, das einfach für einen besseren Schnitt und für einen besseren Durchzug sorgt. Und es wird an dieser Laserlinse angeschlossen. Ja, hier nochmal schön X-Tool und das ist der Smoke Purifier. Das ist ein Absauggerät mit Aktivkohlefilter und damit einfach weniger Partikel in der Luft sind. Das ist großartig. Ja, jetzt kommen hier nochmal so ein bisschen Material, einfach was man noch machen kann. Das sind diese Grip-Matten, beziehungsweise nicht machen kann. Mit dem Material kann man arbeiten. Da gibt es jetzt einfach so eine Box, da war das jetzt alles drin. Und es, also der X-Tool kann einfach über 500 Materialien bearbeiten. Vinyl, Metall, Leder, Holz, Papier, PVC, Gewebe, Eisen, Kartoffelz, Keramik, Kunststoff und. Also das ist jetzt dieses mitgelieferte Set, das wir jetzt noch gar nicht richtig ausprobiert haben. So, jetzt geht's zur Software. Die habe ich mir auf der X-Tool-Seite kostenlos heruntergeladen. Hier sieht man nun am Bildschirm die Laserfläche. Der X-Tool, sage ich noch dazu, ist sehr gut ausgestattet mit einer 16 Megapixel hochauflösenden Kamera und kann in drei einfachen Schritten den Autofokus aktivieren. Also das ist schon ein High-End-Gerät. Ja, mit der Kamera und dem Programm kann man auch ein existierendes Objekt extrahieren und Stapelverarbeitung mit dem AI-System durchführen. Das noch dazu. Also, jetzt geht es an die Software weiter hier mit der Technik. Also in der Leiste auf Projekte, da war ich jetzt gerade. Hier sieht man schon vorgegebene Projekte, die man machen kann. Also voll coole Sachen seht ihr hier. Ich finde hier unten die Ohrringe auch oberklasse. Also das ist halt schon von X-Tool vorgegeben. Ja, das ist eigentlich ganz simpel dann anzuwenden. Bei unserem Projekt jetzt, da müssen wir halt verschiedene Angaben machen und hier ist es halt alles auch vorgegeben. Ja, das ist schon sehr viel Schönes. So, jetzt gehe ich aber wieder zurück auf die Bearbeitungsfläche, weil ich will ja mein eigenes Projekt machen und dafür muss ich zuerst noch ein Holz einlegen. Ja, das Holz sollte halt, egal das Material, das man einlegt, sollte ziemlich gerade in dem X-Tool liegen. So, jetzt importiere ich nun mein Haus, das ich designt habe. Dann ziehe ich die Datei auf die Bearbeitungsfläche, das seht ihr hier. Und dann stelle ich mein Material ein, das ist hier an der Seite. Da ich das Haus ja ausschneiden möchte, muss ich einstellen, dass ich die Höhe erhöht haben möchte. Da, hier gebe ich die Dicke des Materials ein, das ist in dem Fall 4 mm. Man könnte auch mit der Automesher-Funktion die Höhe bestimmen lassen, wenn man da nicht weiß, wie das Material, welche Dicke das hat. Das Häuschen ziehe ich an den Rand, damit möglichst wenig Material verschwendet wird.
also schön an die Seite. Man will ja auch noch ein bisschen was von dem anderen Material, da kann man ja immer noch irgendwas anderes machen. Jetzt stelle ich die Objekte, also für die Objekte, die verschiedenen Einstellungen zum Gravieren und Ausschneiden ein. So, jetzt starte ich das Framing und dabei gucke ich aber nach, ob das Haus auch im richtigen Bereich liegt. Das guckt danach und wenn alles in Ordnung ist, dann beginnt der X-Tool zu lasern. Im Hintergrund seht ihr jetzt nun, wie der X-Tool schön arbeitet und das Häuschen ausschneidet und graviert. Ja, jetzt einfach noch so ein paar Fakten über den Laser. Mit der dualen Lasertechnologie erreicht der X-Tool eine echte Ausgangsleistung von 10 Watt und kann ein 10 mm dickes Holz, was ich im Übrigen wahnsinnig finde, das ist echt krass, also in einem Durchgang schneiden. Da der Laser sehr stark gebündelt ist, durch eine FAC-Linse, erreicht er eine ultrafeine 0,01 mm Gravurpräzision. Tada! So, seht her, er hat alles graviert und ausgeschnitten. Voll toll. Voll toll. So. Hier müssen wir dann noch ein bisschen nachhelfen bei den Fenstern. Ach so, Quatsch, das ist ja, die Fenster ist ja graviert. Jetzt war ich schon im... Ja, nein! Also das ist ja graviert, bei den anderen Häuschen sind ja die Fenster auch ausgeschnitten. Das ist ja alles graviert, das bleibt ja so. Jetzt war es schon ganz verwirrt, vor lauter Häuschen machen. Gebraucht hat er jetzt, ich habe auf die Uhr geguckt, 20 Minuten. Ich finde, das ist eine schöne Zeit für die Arbeit, die er hier geleistet hat. Also ja, schon wieder voll begeistert. Also Häuschenfieber. Wie ich ja schon gesagt habe, ich werde definitiv noch andere Sachen damit machen. Das sind jetzt erstmal so die Anfänge und ja, das ist großartig. Ich bin total verliebt. Ja. So, ich hoffe, es war euch jetzt nicht allzu technisch. Es ist halt am Anfang natürlich viel Information, aber für die Einführung finde ich, es ist einfach ein ziemlich leichtes Programm. Ein ziemlich gut zu handhabendes Gerät. Ich hätte jetzt nichts auszusetzen. Vielleicht früher oder später, was man vielleicht verbessern könnte. Da kommen dann bestimmt noch ein paar Sachen dazu. Aber jetzt für den Moment bin ich absolut total begeistert. Ja, mir wahrscheinlich wird jetzt auch noch ein bisschen öfter mal dann was aus dem Gerät in meinen Dekos in meinen Deko-Videos landen. Das wird der Fall sein, weil ja, da kann ich jetzt einfach sagen, ich muss jetzt nicht in ein Geschäft,
und irgendwas suchen. Nein, ich sage mir halt, ich zeichne was und dann geht's los. Und dann macht das mir. Ja. Derweil, ich weiß, es war jetzt einfach ein ganz anderes Video als sonst. Und wer jetzt bis zum Schluss dran geblieben ist, dem danke ich natürlich und vielen Dank auch fürs Zuschauen und wünsche euch derweil noch eine schöne Adventszeit. Aber wir sehen uns ja eh schon bald. Tschüss!